Willkommen zurück zu mal wieder Baldur's Gate. Ich habe es nicht so lange ausgehalten ohne. Ich weiß noch, es war am Ende gestern ziemlich nervig. Irgendwie, weil das mit diesem Echtzeit- und Rundenbasiert echt nervig war. Und wir müssen jetzt eigentlich noch diese Mitgift finden. Also ich... Die Mitgift für die Schwester, weswegen die irgendwie hier sind. Und ich... Hab gestern schon gedacht, also wenn ich es irgendwo erwartet hätte, dann in diesem Heuhaufen, der so super... Surprised, this hay hasn't gone up in flames yet. Der hier so super irgendwie unauffällig steht. Look at that. Ach. There's a chest hidden in the hay. Weil Wahrnehmung beim ersten Mal nicht erfolgreich war mit ihr? Wahrscheinlich, ne? Still alive. Naja. Verlobungsring. Schlichter Goldring mit der Prägung von Miri und Benrin. Das ist dann wohl das, was wir brauchen. Und ich habe noch gedacht gestern Abend, so nachdem ich ausgemacht hatte, kann doch nirgendwo anders sein. Da ist so ein super auffälliger Heuhaufen, wo dann einfach nur so, ach ja, das ist aber ein Wunder, dass der nicht verbrannt ist. Also das wundert mich jetzt aber echt, alles brennt, aber dieser Heuhaufen, der sieht aus wie neu, als wäre da was drin versteckt. Ist halt schon echt schräg. Aber ja, gut, bin... Ich hätte jetzt gar nicht mehr genau sagen können, ob wir dann einen Wahrnehmungswurf am Anfang hatten. Warte mal. Kannst du mal bitte da hochgehen? Ich will gar nichts. Ich will hier hoch. Und dann hüpfe ich darüber, wenn du sonst außen rumläufst. Ist ja nicht zu fassen. Wir sind halt auch noch halb tot. Ist halt auch irgendwie ein bisschen blöd. So, aber da wird es ja wohl jeder schaffen, ne? Ja. Na, dann geben wir den doch mal zurück. Wir sind ja nett. Oder wir speichern vorsichtshalber, falls die Wahrnehmung beim nächsten Mal, wenn irgendwas sein sollte, doch daneben gehen sollte. Ich habe die Mitgift hier. Ich habe diese Truhe gefunden. Diese Mitgift? Die behalte ich. I know this doesn't change anything, but it helps. Thank you. I need some time alone with her to say goodbye. Rette den gefangenen Mann. Abgeschlossen. Zum Ansehen J drücken. Haben wir da jetzt noch irgendein Todo? Rette die Flüchtlinge. Da, rette den gefangenen Mann. Wir haben Benrin den Ring zurückgegeben. Quest abgeschlossen. Okay, was? What? Suche nach Anzeichen der Gidjanki-Krippe. Ein roter Drache. Wir haben Zorro gesprochen. Er sagt, er habe Gidjanki auf der Straße gesehen. Wir haben eine Gruppe Gidjanki gefunden. Laiselli voraus, um mit ihnen zu reden. Wir sollten zu ihnen gehen. Was? Geh zu Laiselle in der Nähe des Gebirgspasses. Haben wir doch gar nicht gemacht. Suche weiter nach einer Gitianki-Krippe in der Nähe des Gebirgspasses im Nordwesten. Ein Gitianki-Ritter namens Kitrak Voss hat seinen Krieger auf uns gehetzt, bevor wir erfahren konnten, wo wir eine Krippe finden. Wir müssen sie besiegen. Laiselle ist tot. What? Wann ist das denn passiert? Ist sie deswegen die ganze Zeit schon nicht dabei? Oh Mann, ich hoffe, wir haben echt noch irgendwie... Können wir da so ein bisschen... Da sind wir schon zu dritt. Wie viele Safe Games haben wir denn? Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal sehr viele. Da war sie aber auch schon nicht, ne? Da, aber da ist sie noch dabei. Sonnenbeschienene Sümpfe. Oh Mann, das ist echt viel Zeit, die wir dann doppelt machen müssen. Das ist sie ja auch noch. Siegesstraße. Smaragdhain. In der Stadt, Gebirgspass. Aber da sind wir schon... Wildnis? Da sind wir noch zu viert. Und hier sind wir schon zu dritt. 19.09 Uhr. Warte mal, wann haben wir denn zuletzt gespeichert? 20.26 Uhr. Okay, also es wäre, sage ich mal, nur irgendwie eine Stunde Spielzeit. Ja, danach sind wir zu dritt rumgelaufen, ne? Waren wir hier die ganze Zeit schon zu dritt, ne? Weil ich wollte dann ja erst, bevor wir hier rumlaufen...
19.05 und 19.09 Uhr. Ja, ich will auf gar keinen Fall, dass sie stirbt. Sie ist die Stärkste. Also, wie kacke wäre das denn? Also, ich meine, es ist ja schon so. Sie ist ja gestorben, aber... Dann müssen wir ja den ganzen Scheißzirkus dann nochmal machen. Dann ist das so. Ich weiß ja jetzt ungefähr, wo die Sachen liegen. Ich hoffe, ich weiß es noch. Wir konnten auf jeden Fall irgendwie jetzt hier zwei Leute in dieser brennenden Stadt retten und haben die Aufgabe bekommen, den Vater von Will zu retten, der irgendwie bei den Auserwählten irgendwo gefangen gehalten wird wahrscheinlich. Huch. Und eigentlich wollten wir jetzt nur rasten und mal gucken, dass Will in der Nacht nicht von der Teufelstuse verwandelt wird, ne? Das war eigentlich der nächste Step. Ich wollte hier diese Mitgift noch finden und dann wollte ich rasten. Aber dass Lazelle tot ist, ändert natürlich ungefähr alles. Jetzt weiß ich natürlich gar nicht, wir wollten... Stimmt, ja, wir wollten, dass es nicht so viel mit uns zu tun hat, dass hier diese Leute rumrennen. Warte mal, können wir irgendwo hinhüpfen, wo es nichts... Warte, da. Wo es keinen Abzug gibt. Schafft ihr das auch? Ihr lauft andersrum, aber das ist auch okay. Okay, hier war Gebirgspass irgendwie unten drunter und wir finden den nicht. Ich erinnere mich. Sequenz. Ja, die werden jetzt abgemetzelt von dem Drachen. Ich erinnere mich. Gucken das mal. A red dragon. A crash must be near. Come, my kin await. Brechen wir auf. Ich sag mal, sie soll Abstand halten. Wie sie einfach umgebracht wird. Ja, guck, jetzt rennt sie dahin. Und wir haben es gar nicht gecheckt letztes Mal. Gegenstand erhalten. Rucksack. Deswegen... Oh Mann, warte mal. Lass mal ganz kurz, nimm mal bitte diesen Trank noch. Zauberplätze sehen soweit okay aus. Oh Mann. Wir laufen da überall rum, looten alle und so. Ryder, my time is short. Lead me to. Shh. Such a familiar tone. Were I not merciful, I would slice the skin clean from your meat. Wow, charming. Yet you are not bleeding. For I am nothing if not merciful. Your name, child. Darf sie reden oder reden wir an ihrer Stelle? Na, wir vertrauen ihr mal. Lazelle. Proud. Regal, even. You will call me Gestil Kithrak. Vos, Knight Supreme. The Queen's Silver, the Queen's Sword. I am who you say. A Geich vessel has fallen from the sky, Lazelle. Thieves aboard have taken a weapon most precious. It is polyhedric in shape and inscribed with the sacred runes of our people. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon that Vos seeks is the same one the Absolute's followers are hunting. It's the artifact that she carries. Tragen wir das nicht im Moment? Focuses. The Geth's suspicions cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is right within their grasp. Take word to your creche. You are to join our search. Speak up, child. Affirm your mandate. Ja. Mitspielen? Das seltsame Gerät. Herr Fortzin, bestimmt nicht. Ich habe einen Auftrag. Sterbt. Geht. Wahrheit sagen, überzeugen, mitspielen. Ich speichere lieber nochmal. Kämpfen wir einfach so gegen sie? Ich meine, als wir uns nicht drum gekümmert haben, haben sie einfach unsere Lieblingsdame hier abgemurkst. Mitspielen ist halt so wie, ja, macht doch euren Scheiß alleine, so, ne? Ist Wahrheit jetzt, wie wir suchen die Krippe nur,
damit wir diesen Wurm loswerden? Oder es war halt sowas wie, ja, wir haben übrigens die Kiste dabei. Wir versuchen es mal. Aber wenn wir verkacken, dann soll es... Okay. Es sieht sehr unmöglich aus, dass wir verkacken. Aber wenn wir verkacken, dann soll es so sein. You honor me with this duty, Kithrak. I shall alert my caretaker with haste. The Kithrak nods, content with Lazel's answer. You serve your queen well, child. Take your slaves and hunt those who escaped the Geich ship. They must carry the weapon. I fly now to Vlakith, our undying queen. She will see your faith rewarded in this plane and ours. A current of deception carries Voss's words. Wherever he flies, it is not to Vlakith. Gut, dass wir ihn wahrgenommen haben. Den Drachen würde ich übernehmen. Aber immerhin lebt sie jetzt noch. Der sieht so cool aus. Ich will den haben. Okay, 315 EP. Sie ist wieder Teil der Gruppe. You did well to intervene. Vexed as I am to admit it. The Jastil Kithrak would have flayed our skin and left our carcasses to burn in the sun. Yeah. All for the sake of the artifact that we carry. The creche is near, this much we know. We follow the path forward and into the valley. No one, not even the ignoble Jastil Kithrak, will keep me from my purification. Aber ich find's gut, dass sie schon mal einsieht, dass wir geholfen haben. Dann können wir die mal ganz kurz hier looten. Was ist das da noch? Keine Ahnung, das ist halt irgendwie noch nicht aktualisiert oder so. Überladen, natürlich. Wie auch sonst könnte es sein. Essen? Ach ja, wir hatten noch ganz schön viel Essen verschickt, ne? Das dauert leider jetzt einen Moment. Ich würde ja sagen, ich mache kurz Pause und ihr guckt danach weiter zu, aber es ist ja live. Ist ja nicht so wie bei meinen YouTube-Aufnahmen, wo ich mal hätte sagen können, okay, ich pausiere hier kurz und wir sehen uns gleich wieder und dann ist es hier erledigt. Sondern ich muss das leider einmal so machen. Shortcuts werden mir... Lyselle ist nicht einverstanden. Wobei ist sie nicht einverstanden? Ich frage nur für einen Freund. Wobei ist sie... Wo ist sie dagegen? Metallschild. Hab ich das gerade irgendwo gelesen? War das gerade irgendwo? Keine Ahnung. Ja. Mal ganz kurz noch wegschicken. Und irgendwelche Sachen kommen hier zu ihm. Bitteschön. Ach, das ist auch ihr Rucksack, ne? Den darf sie natürlich wieder haben. Was ist denn da drin? Ah, ihr ganzes Kram. Ja, ist eigentlich cool, dass das jetzt im Rucksack ist. Also, finde ich gar nicht so schlecht. Einfach zu viel Kram. Viel zu viel Kram. Also wirklich viel Kram. Das kann man nicht anders sagen, ne? Guck mal, die Tränke und so, das kommt mal zu ihr. Einfach nur, weil wir das können. Keine Ahnung, ob sie noch eine Fackel hatte oder braucht. Ja, sie hat sie auf jeden Fall jetzt. Hier ist noch ein Trank des Gedankenlosen, ist was anderes. Lieferbefehl, ich weiß nicht mehr, wofür wir das brauchten. Aber wir behalten es vorsichtshalber mal. Okay, aber jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Sehr gut. Können wir hier wieder, ich wollte gerade sagen, gedankenlos rumlaufen? Oh, was ist das denn? Aber es nervt mich schon ein bisschen, dass wir das jetzt alles nochmal doppelt machen müssen. Ach, wir können hier hoch. Ach, auch gut.
Sie einfach gestorben und ich habe es die ganze Zeit nicht gemerkt gestern. Ja, schon ein bisschen enttäuscht von mir selbst. Da drüben gab es, glaube ich, auch noch was. Ja, noch eine schwere Truhe auf jeden Fall. Balsam, zwei Fässer. I'll take that. Okay. Da waren wir auch noch rübergehüpft, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ob es da noch was gab. Da mussten wir hin, um da lang zu schauen. Ach, da konnte man auf das Goblin-Lager schauen, ne? That might be worth a look. I'm way too big. Wir können halt einfach nichts damit machen. Ich verstehe echt nicht, wofür diese Höhlenlöcher da sind. Ja, da unten sehen wir noch irgendwelche. Was war das hier? Something over there. Okay, grab mal bitte aus. Und dann gehen wir bitte aber da zur Seite. Something over there. Schubkarren. Okay. Eine Sache abgehakt. Jetzt müssen wir noch ins brennende Dorf. Da hinten ging es runter, ne? Wir waren da ja, wir haben da alle Kisten gelootet. Das war schon eine ganze Menge. Was nun wahrscheinlich hinfällig ist, denn wir müssen es nochmal machen. Achso, da waren wir gerade. Sonst wird sie leider tot sein. Das geht nicht. Ich weiß halt nicht, hätten wir sie wiederbeleben können? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn das so richtig in diesem Buch steht, so wie sie ist tot, dann ist es halt so wie endgültig tot. Und nicht so wie sie ist gestorben und wir können sie noch retten bei unserem komischen, vertrockneten Typen. Ach, guck mal einer an, wer da ist. Der Typi. Vielleicht machen wir es mal von dieser Seite. Vielleicht können wir hier irgendwie zu hoch. Ist doch nicht zu hoch. Können wir da irgendwie rein? Someone needs help. Können wir da rein? 2 TP liegend. Ich würde halt gerne da unten so reinschauen sozusagen, aber das geht nicht, ne? Weil wir kommen halt nicht da rein. Nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Das ist halt alles minus 2. Still breathing, despite everything. Despite everything. Können wir... Oh, warte. Wie wollte sie da hinlaufen? Oh. Okay, aber das gibt auch 2 Abzug. Aber so können wir hier auf jeden Fall schon mal alles einfach looten, ne? Das ist doch hier, wo... Ach nee, das ist hier, wo sie tot ist. Da drüben hätten wir hingemusst. Warte mal. Schafft sie es da wieder hoch? Scheinbar nicht. Okay, dann versuchen wir mal mit euch. Kommt ihr hier rüber? Ja, das schafft ihr. Warte mal, irgendwer fehlt doch noch. Wo ist denn Schattenherz schon wieder? Ne, wer fehlt denn da? Ach, sie fehlt. Wo ist denn sie? Oh, really? Sie ist halt nicht mal hier mit hergekommen? Kommt sie jetzt hergelaufen? Sie kommt auch nicht hergelaufen, ne?
Ja, sie ist halt echt separated. Separated. Onward. Aber warum denn? Kommt sie jetzt? Nein, ne? Jetzt kommt sie mit. All's well that ends. Not as bad as it could have. Oh, 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 oh. Warte, warte. Auf gar keinen Fall gehen da jetzt alle runter. Oh Mann. Okay. Gibt's hier irgendwie ein Überdach irgendwie? Nee, ne? Da kommt man nicht rein. Wir kommen halt nur durch diese Tür. Gibt's hier drüben irgendwie noch einen anderen Weg? Kaputte Tier. Die könnten wir theoretisch vielleicht. Warte mal, wo ist denn hier Dach? Da, ne? Aber da können wir halt auch nicht hin. Ja, gut, dann. Dann ist das bedauerlicherweise so. Null. Er hat es sogar schadlos. Really? Könnt ihr mal bitte einfach da unten hin? Inefficient Path, aber sie springt trotzdem. Fragwürdig. Fragwürdig. So. Warte mal. Okay. Ich glaube, wir hatten hier nicht so viel, ne? Wir können sie mitnehmen. Wir können dann hier halt nochmal... Vielleicht machen wir das mit den Toten reden tatsächlich auch so mit ihm, wenn er dabei ist. Dass wir da wirklich... Dings hier. Seine Frage noch mit aufnehmen können. Ja.